Bestärkt mich föderalistisch Europa, Fried Kolbta, dass das schon nicht das für dir als ADR-Welt? Nein, ich sehe das ganz doch als utopisch, weil es nach Jugendschwert geht von einer gemeinsamen Außenpolitik, weil trotzdem alle Länder, das ist auch schon angeklungen, ganz andere Interessen haben außenpolitisch. Ich will einfach ein Beispiel geben, für ein paar Monate hat Angela Merkel gesagt, dass die Unterstützung von Israel Deutsch Staatsräson wie bon Staatsräson, das steht über die Gesetze, von denen aber weiß, dass andere Länder, beispielsweise Frankreich, ganz oft echt auf der Seite von den Palästinensern sind. Da kann ich mir schlecht vorstellen, wie wir da wollen, ob in grüne Nenner kommen, ohne dass ihn dabei Rosengötte frustriert geht. Und das ist am Anfang das, was man sollte verhindern. Wir brauchen die Europäische Union. Wie schwächt aber der Weltbühne dann einfach als Europa? Nein, ich denke schon, dass wir als Europa Global Player sind, dass wir ein ganz großes Wirtschaftsmarkt sind und dass wir da sollen zusammen schaffen, wo es geht, und dass wir eine starke EU brauchen. Da sind wir absolut dafür. Und ich denke doch, dass das von der Europäischen Union auch von den Ländern dabei gehört geht. Und ich denke doch, dass es zusammen geschafft wird und dass der Willen da ist. Wir dürfen nicht auf den Punkt gehen, wo wir so ein, dass wir die Stimmigkeit abgehen. Weil gerade für Lützeburg, für das schlecht, da geht nämlich so gemacht, dann haben wir nichts mehr zu suchen. Dann haben wir kein Vetorecht mehr. Und dann geht zu Berlin oder zu Paris, dezidiert, was wir müssen machen, außenpolitisch gesehen oder auch innenpolitisch gesehen, als Steuerfrohe. Und dafür wollen wir die Stimmigkeit halten, für das bei uns in der Chambre nach kandidiert gehen, was wir machen und was nicht. Sie für Europa, für die Nationen, weil so vielleicht, dass wir für eine Europäische Union sind, wo die verschiedenen Nationen natürlich kooperieren und zusammenarbeiten, wo man stark die Europäische Union hat, wo aber alle Länder auch seine Souveränitätsrechte behält. Und ich will euch einfach ein Beispiel geben, was geschieht, dass vier und drei Wochen schaffe ich viel mit Jungen von meinem Beruf hier, und da selbst gestimmt gehen, was sie ganz stark interessiert hat, das war der berühmte Artikel 13 von der Copyright-Richtlinie, und da haben wir festgestellt, dass die sechs Deputierten von unserem Europaparlament, die haben dagegen gestimmt, als Regierungspartei haben sich dagegen ausgeschwert, das heißt, eigentlich Lützburg ist dagegen. Wir wollen hier nicht auf den Einstimmigkeitsprinzip gucken. Wir haben kein Vetorecht. Dann zusammen mit anderen Ländern muss man eine Entscheidung, die hauptsächlich von Deutschland geholt wird, einfach abgezwungen, und die muss man hier überholen. Und da muss ich sagen, da ist es ganz schwer, dann auch den Jungen zu erklären, wo dann die Demokratie ist, wenn das, was wir als Land wollen, nicht respektiert wird. Du hast ja auch demokratisch. Das ist ja ein demokratisches Wort. Und wir am Land alle gehen dagegen, dann wir kriegen abgezwungen. Also am Umkehrschluss muss das so ein Chamber nicht demokratisch, weil du nicht an Unanimität dezidiert. Nein, das ist ja bei diesem Land, und da können wir ja dezidieren. Wie erklärt er das einem Jungen? Sie haben eine Gemeinschaft, und dezidieren am Ort zu suchen. Ja, das Parlament. Sie sind eine Gemeinschaft. Okay, das ist Europaparlament, das Europaparlament. Da kriegen wir von den größten Ländern nur vorgeschrieben, was wir machen und was wir nicht machen, und wir nicht mehr zu suchen. Klima First Zone, die Gringe, Fred Kolb, wie sieht ihr das auch? Ja, also, das steuert mich immer ein bisschen, wenn die Gringer so machen, wenn sie den Monopol hätten am Umweltschutz und am Klimaschutz. Ich meine, auch die anderen Parteien, alle gut, setzen sich für die anderen ran. Ja, die Sachen an, auch für die Biodiversität. Ja. Und ich meine, auch für das zu machen, wie wenn Menschen die Welt sterben. Und natürlich muss man da ganz viel machen. Und das ist immer ein alle guten Hyens. Ich will einfach so, wir haben im Niveau von der Europäischen Union können einen Beitrag leisten, aber wir sind nicht die Einzigen. Und da gibt es ganz andere Global Player, die auch müssen einen Beitrag leisten müssen. Wenn wir etwas machen, dann mit China und die USA und andere, die noch lange nichts gemacht. Und die müssen aber auch mitsehen, wenn wir etwas wollen, ändern. Und da sind ich mir aber gar nicht sicher, ob das geschieht. Weil auch wir bringen es ja mal nicht fertig, die Ziele, die wir haben, irgendwie zu erreichen. Und es geht von Inkohärenz geschwärt. Ich gebe ein Beispiel von Inkohärenz. Das haben wir ja letztes Beispiel in Unmusch gewusst. Um das Stadt gesagt, wir müssen 7000 Pfundingen Tür bauen, für 1 Million Aufwender zu kommen. Wir rufen Google ein, die ein Drittel vom Stromverbrauch vom ganzen Land und unmusig Wasser verbrauchen. Und ich meine, wenn ich so Sachen mische, dann kann ich nicht auf der anderen Seite wollen Klimaziele erreichen. Das ist nicht möglich. Und dafür gebe ich mir allgemein Wünsche, ein bisschen mehr Realismus an der ganzen Diskussion und vielleicht eine Mannerhysterie. Den Joey Tain hat Fedro gesagt, Verbotspolitik ging man gerade machen. Bei ihr schon ähnliche Sachen gesehen, geht er dem Joey Tain da recht. Ähnliche Positionen. Ich weiß nicht, wie die Position ist, aber ich glaube, ja, das ist im Moment eine Tendenz, da für die Leute ganz viel vier zu schreiben. Und das ist etwas, das könnte effektiv so mal viele von den geringen Parteien in Deutschland hauptsächlich, die sind vielleicht noch ein bisschen mehr krass wie die Eiskring-Partei. Und das ist etwas, wie zum Beispiel ja, CO2-Steuer, Dieselverbot. Und dann hört immer mehr vom Moment auch, die Leute vier schreiben sollen, was sie sollen essen.
wie solle lie wie sich solle bewegen an dat sind eigentlich Sachen die mir auch absolut net unterstützen wo meist dagegen wäre weil mir so ein freie dafür auch ziele lassen. Ein gewiss nationale Souveränität do aufgehen eng europäisch Armee steht unter Jozenkten am Raum Pasco geht noch nicht gerade bis dahin wie weit soll ich gehen an den Herrn von der ADR? Nee, also wir sind auf der Vorgehen der europäischen Armee. Ich meine, ich habe vorhin gelesen, dass die CSV. Nein, weil die europäische Armee, wir für Luxemburg schlecht, müssen wir auch schwer zu machen und die wir auch sehr doch weiter keinen nutzen. Ich meine, wir gesprochen von Sicherheitsproblemen. Die Sicherheitsprobleme, die wir haben in der Europäischen Union, das sind hauptsächlich von terroristischer Natur, wo ich nicht unbedingt eine Armee brauche, für dagegen 14, um einfach funktionierende Sicherheitsapparate, die das, die terroristische Menace bekämpfen. Es steht keine Invasion bevor, auch von Russland nicht. Auch mit denen kann ich natürlich gucken, vielmal besser zu führen, wie das bislang gegangen ist. Das heißt, eigentlich braucht man nicht. Aber wenn die Leute das freuen, dass das soll gemacht gehen, dann ist das oft für, sagen wir, Sinn, für unabhängig zu sein von den USA. Und wir so einen Trump als für ihn ist, aber trotzdem sind die Relationen mit den USA aber noch mal gut an Trump als auch ein Menker fort und er könnte ihn erinnern. Und ich meine, wir haben ganz gute Relationen mit den USA und auch die NATO, die wir haben seit 70 Jahren, die funktioniert eigentlich gut. Und die hat eigentlich den Frieden hier in Europa, wo man so in die EU hat gemeint, natürlich hat die eine Rolle gespielt. Die NATO hat auch eine Rolle gespielt, für den Frieden in Europa zu erhalten. Aber wir sollen das eigentlich nicht so abgehen. Und dafür braucht man sicherlich keine europäische Armee. Aber wenn man eine europäische Armee aufbauen, dann muss ich nur denken, was das kosten. Die NATO verlangt von uns, dass wir 2% aufgehen von unserem BIP an den für Rüstungsausgaben für das Militär. Das kriegen wir mal nicht hin. Wenn wir müssten eine unabhängige militärische Politik machen mit einer europäischen Armee, müssten wir eine eigene hochtechnologische Rüstungsindustrie aufbauen. Und das gibt viel mehr Kosten. Dann wären wir wahrscheinlich bei über 3, 4, 5%, die wir müssten ausgehen. In Luxemburg gibt darüber raus auch nach seiner Souveränität abgehen, weil eine europäische Armee gibt ja wahrscheinlich dann nicht der luxemburgische Premier decidieren, wo die angesagt wird. Aber das gibt dann zu Berlin oder zu Paris decidiert, so wie gerade gesagt, dass von ganz vielen Parteien sie wollen das Vetorecht für Luxemburg aufschaffen. Das heißt, die studiert Berlin oder Paris, dass man muss dann in den Krieg kommen muss, mit unseren Leuten, unserem Territorium zur Verfügung stellen, ansuchen, wo man von gar nicht will. Das Fall sind ein Richtungsfall, wo es darum geht, ob man weiter Richtung föderalistisch Europa gehen, also Richtung Staat Europa, oder ob man an der Situation bleiben, wo man Europa von den Nationen hat, aber wo alle Staaten seine Souveränität behält. Wir sind dafür eine ganz realistische Politik, die doch erlaubt, die Europäische Union nach lang zu halten, mit gesundem Menschenverstand für ein Europa von den Nationen. Aber wenn das fehlt, der kriegt er doch.